Liebe Zuseherinnen und Zuseher, wir stehen am Vorabend des dritten Adventssonntages. Gaudete, freut euch. Und wir haben allen Grund, uns zu freuen, denn unser Glaube ist uns Halt, Hoffnung und Sicherheit. Eine adventliche Gestalt ist natürlich Maria, die allerseligste Jungfrau und Gottesmutter. In dieser Woche haben wir ihr Fest gefeiert, das Fest der ohne Erbsünde empfangenen Jungfrau Maria oder auch anders noch einmal gesagt, der unbefleckten Empfängnis. Nur können wir uns heute leider so wenig mit diesen Begriffen anfangen und es wird viel darüber gespottet. Wenn wir uns aber das Glaubensgeheimnis näher anschauen, so wird uns eines klar. Maria ist unbefleckt empfangen, das will uns sagen, Gott hat Maria von Ewigkeit her auserwählt. Die Dogmatik sagt, sehr richtig, im Hinblick auf die Erlösung, die am Kreuz durch ihren Sohn geschehen ist. Das Evangelium führt uns etwas in die Irre, das an diesem Tag verlesen wird, denn es ist das Evangelium von der Verkündigung. Es müsste eigentlich mit den Worten enden, sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Denn das bringt es auf den Punkt, was dieses Fest uns aussagen will. Maria ist erfüllt von der Gnade Gottes, weil der Herr mit ihr ist, ganz und gar. In der Schule hat man manches Aha-Erlebnis und so habe ich einmal unterrichtet nach dem Fest der unbefleckten Empfängnis und habe die Kinder gefragt, was bedeutet denn der Satz, du bist voll der Gnade? Da zeigt ein kleines Mädchen auf, lächelt verschmitzt und sagte, der Engel wollte eigentlich sagen, sei gegrüßt, du meine Schöne. Daraufhin habe ich gefragt, du bist auf dem richtigen Weg. Warum ist denn Maria so schön? Da zeigt ein anderes Kind auf, ein kleiner Junge, und sagt, weil Maria so viel liebt. Gott so viel liebt. Und deshalb ist sie schön. Deshalb ist sie ganz rein. Und deshalb ist sie ganz ohne Sünden. So können Kinder eine Wahrheit in einfachen Worten zum Ausdruck bringen. Und mit kindlicher Liebe dürfen wir diese Mutter lieben, dürfen wir uns von ihr im Advent an die Hand nehmen lassen und zur Krippe führen lassen. Denn sie stellt sich nicht in den Mittelpunkt. Sie ist die Wegweiserin hin zum Geheimnis unseres Glaubens in Jesus Christus, der als unser Erlöser Fleisch angenommen hat durch Maria. Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Auch das ist uns in diesen Tagen ein großer Trost. Gott, das Wort selber, hat unsere menschliche Natur angenommen, um uns zu erlösen, ist leidensfähig, ist sterblich geworden, so wie wir. Wollen wir ihm dafür in diesen Tagen danken? Wollen wir uns darauf besinnen, wenn wir das uralte Gebet, der Engel des Herrn brachte Maria die Botschaft, beten? In diesem Sinne wünsche ich Ihnen noch gesegnete, stille und ruhige Adventtage, die Sie auf dieses Geheimnis unseres Glaubens vorbereiten. Lassen Sie sich von Maria an die Hand nehmen und vertrauen Sie auf den Schutz unserer guten Mutter. Alles Gute und Gottes Segen.